Das Burj Al Arab. Dieses Hotel ist so außergewöhnlich, dass es als einziges der Welt 7 Sterne besitzt. Dieser Film widmet sich der Frage, warum das so ist. Liegt es vielleicht an der Ausstattung? Ein Designertraum. Oder an der Größe des Gebäudes. Wir glauben, die Freiheitsstatue passt hinein. Der Service könnte auch ein Grund sein. Wenn ein Gast japanische Erdbeeren möchte, besorgen wir sie. Oder liegt es am strahlenden Erscheinungsbild? Die Arbeit ist spannend, aber das Reinigen ist schwierig. Im Burj Al Arab wird jede Anstrengung unternommen, um den Gast zufriedenzustellen. Lassen Sie sich von den Attraktionen des Hotels verzaubern und genießen Sie eine kurze Reise durch diesen Märchenpalast. Werfen Sie einen Blick hinter die Fassade des luxuriösesten Hotels der Welt. Dubai ist das zweitgrößte Scheichtum der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Einwohner haben lange Zeit vom Handel gelebt, doch 1966 wurde Öl in der Region entdeckt. Seitdem hat sich Dubai sehr verändert. Internationale Firmen haben sich angesiedelt und die modernen Neubauten lassen die Hauptstadt westlicher aussehen. Die Gewinne aus dem Ölexport wurden schon früh in den Aufbau der Tourismusbranche gesteckt. Eine weise Entscheidung, denn die Ölvorkommen vor der Küste werden irgendwann erschöpft sein. Jährlich zieht das Urlaubsland Dubai schon über 3 Millionen Besucher an. Viele kommen wegen des Desert Classic Golfturniers oder wegen des Dubai World Cups, dem höchst dotierten Pferderennen der Welt. Das Preisgeld beträgt insgesamt um die 15 Millionen Dollar. Und wer sich hier unter die Wettbegeisterten mischt, möchte nicht nur ein erstklassiges Pferderennen sehen, sondern auch erstklassig wohnen. Das Burj Al Arab ist nur 60 Meter niedriger als das Empire State Building und ein so exklusives Haus, dass hotelfremde Besucher 27 Dollar für die Überquerung der Brücke zahlen. Das und vieles mehr trägt zu seinem 7-Sterne-Status bei. Es gibt eigentlich kein 7-Sterne-Hotel, da die Skala nur bis 5 geht. Aber der Begriff 7-Sterne-Hotel wird für das Burj Al Arab verwendet, weil es ein außergewöhnliches Hotel ist. Es sind nicht nur die Suiten, die Restaurants, das Schwimmbad, es ist auch der Service. Von dem Moment an, da man das Hotel betritt, wird einem ein 7-Sterne-Produkt präsentiert. Dabei ist der erste Eindruck eher unspektakulär. Gäste werden auf typisch arabische Weise mit Handtüchern, Datteln und Kaffee willkommen geheißen. Aber dann raubt es den meisten erst einmal den Atem. Ich habe nur gedacht, wer hat das gebaut? Das sieht wie eine Ananas von innen aus. Das muss man gesehen haben. Man braucht etwas, um sich daran zu gewöhnen, aber nach 20 Minuten will man nie wieder gehen. Für die Ausstattung der Innenräume ist die in Großbritannien lebende Designerin Kuan Chu verantwortlich. Ich wollte, dass die Leute schon beim Betreten überwältigt sind. Und wenn sie gehen, sollen sie wiederkommen wollen. Immer und immer wieder. Die Designerin hat viele ihrer Ideen umsetzen können. Sie sehen auf dieser impressionistischen Zeichnung, dass das Meeresthema in der Eingangshalle, die muschelförmige Rezeption und die Sofas genau so sind, wie wir sie entworfen haben. Es ist schon toll. Es ist fast eine genaue Kopie von dem, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Das gesamte Hotel trägt ihre Handschrift. Und obwohl diese überwältigende Kulisse sehr komplex ist, beruht sie auf einer einfachen Grundidee. Das Innenraumdesign orientiert sich an den 4 Elementen: Wasser, Feuer, Erde, Luft. Wir sind in einer Wüste und die klimatischen Bedingungen sind recht hart. Dieser Ort ist wie eine Oase für die Menschen. Wasser findet man im Hotel an vielen Stellen.
Erde wird durch Halbedelsteine und Marmor repräsentiert. Der in den Badezimmern stammt aus Italien. Er wurde im gleichen Steinbruch abgebaut, der schon Michelangelo zu seinen Kunden zählte. Luft wird durch den Nebel der Kaskade verkörpert und vor dem Hotel brennt Feuer. Vier Elemente, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen. Aber so schlicht der Gedanke ist, die Ausführung im Burj Al Arab ist aufwendig. In den Suiten wird einem schnell klar, dass Hightech eine wichtige Rolle spielt. Unsere Prämisse war, alles nach dem neuesten Stand der Technik einzurichten. Hinter mir sehen Sie einen 42-Zoll Plasmabildschirm, der mit der gleichen Fernbedienung gesteuert wird wie der CD, der DVD-Spieler und die Vorhänge. Ein Traum für Leute, die sich gerne ins Sofa fallen lassen. Diese Suiten kosten je nach Saison um die $800. Im Burj Al Arab hat man das Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt, etwas abgewandelt. Säulen, Wände und Decken wurden mit 22-karätigem Blattgold verziert. Im Hotel befinden sich etwa 2000 Quadratmeter Blattgold, 25% davon hier im Ballsaal. Das ist etwa ein Basketballkorb großer Behälter voll mit Blattgold. Für die Fertigstellung der Kuppel haben Experten 2 Monate benötigt. Vorsichtig wurde jedes einzelne Blatt festgeklebt und überschüssiges Gold entfernt. Bei der Verarbeitung geht viel von dem wertvollen Edelmetall verloren. Vielleicht ist das ein Grund dafür, warum man von niemandem erfahren kann, wie hoch eigentlich die Gesamtkosten für den Bau waren. Das Burj Al Arab zeichnet sich aber nicht nur durch seine luxuriöse Ausstattung aus. Es ist auch für seinen ausgezeichneten Service bekannt. Die 202 Suiten werden von über 1000 Angestellten betreut, die sich um jeden Wunsch des Gastes kümmern. Und wer es sich leisten kann, bekommt rund um die Uhr seinen eigenen Butler zur Seite gestellt. Er lässt das Badewasser ein, öffnet den Champagner und packt die Koffer aus. Insgesamt 65 Butler arbeiten im Burj Al Arab und jeden Morgen treffen sie sich zum Briefing. Guten Morgen, schön Sie zu sehen. Ein Butler muss von Kopf bis Fuß tadellos aussehen. Und es gibt kein Pardon. Die Frisur ist gut, doch polieren Sie die Schuhe. Darauf sollten Sie achten, wenn Sie hier arbeiten. Außerdem müssen Sie über die Gewohnheiten jedes Gastes genau Bescheid wissen. Sprechen wir über die Gäste, die heute eintreffen. Sie erinnern sich an Mr. Jones? Ja, Mr. Jones Hodkins. Er möchte immer eine Cohiba auf dem Zimmer. Ich habe sie hier. Legen Sie sie vor seiner Ankunft in die Suite. Gut. Er hat auch nach einer US Today gefragt. Darum habe ich mich gekümmert. Sie liegt auf der Etage bei der Concierge. Butler haben 3 Grundregeln. Erstens, den Gast grüßen, bevor er grüßt. Zweitens, niemals Nein sagen. Und drittens, die Kollegen mit Respekt behandeln. Schönen Tag und gute Schicht. Auch beim Einchecken wird das Burj Al Arab seinen 7 Sternen gerecht. Anstelle der üblichen Anmeldung in der Empfangshalle hat jede Etage seine eigene Rezeption. Und die nötigen Formalitäten werden in der Suite erledigt. Wir haben uns wegen unserer Gäste für dieses persönliche Check-in entschieden. In anderen Hotels müssen sie immer runter ins Erdgeschoss, um einen Platz im Restaurant vorzubestellen oder etwas zu buchen. Hier können sie das auf der Etage. Gäste, die ein standesgemäßes Fahrzeug mieten möchten, können sich bei den hoteleigenen Rolls-Royce Silver Seraphs bedienen. Wenn man vom Burj Al Arab spricht, denkt man sofort an Luxus. Und wer in unser Hotel kommt, möchte auch in einem Rolls-Royce sitzen. In diesem Wagen fühlt man sich wie eine Königin oder ein König. Die echten Hoheiten dieser Welt machen meistens zuerst mit dem Hubschrauberlandeplatz im 28. Stock Bekanntschaft. Die beiden Königssuiten befinden sich 3 Stockwerke darunter und erstrecken sich über 780 Quadratmeter.
Nun, Sie befinden sich im 25. Stock. Ich glaube, das ist die höchstgelegene Suite der Welt. Sie besteht aus mehreren Zimmern auf zwei Ebenen. Die Eingangshalle hat eine Freitreppe. Es gibt ein privates Arbeitszimmer und man darf das Esszimmer nicht vergessen. Es hat ein rundes Deckenauge mit einem gemalten Himmel. Eine größere Ähnlichkeit mit einem modernen arabischen Palast kann man nicht erreichen. Es gibt mehrere Badezimmer, ein Privatkino für ein Dutzend Gäste mit einem 1,30 Meter großen Plasmabildschirm und ein rotierendes Bett. Pro Nacht kostet die Königssuite $9,000, ohne Frühstück. Aber wenn man sich diese Suite nicht leisten kann, gibt es im Burj Al Arab noch genügend andere Attraktionen. Zum Beispiel das Restaurant Al Mahara mit seinen großen Aquarien oder einen der schnellsten Aufzüge der Welt, der die Gäste mit 7 Meter die Sekunde nach oben katapultiert, und die Al-Muntaha-Bar, die fast frei 180 Meter über dem Erdboden schwebt. Burj Al Arab bedeutet der Turm der Araber. Das Gebäude steht auf seiner eigenen Insel, 280 Meter vom Festland entfernt, und ist mit seinen 321 Metern das höchste Hotel der Welt. Es gehört zu Jumeirah International, eine der führenden Hotelgruppen in Dubai. Jumeirah International wurde 1997 mit dem Jumeirah Beach Hotel ins Leben gerufen. Es hat 619 Zimmer, ist wie eine Welle geformt und liegt gegenüber der Insel. Das nächste Projekt war der Wild Wadi Park und 1999 eröffnete das Burj Al Arab. Damit war das Jumeirah Beach Resort fertiggestellt. Ohne Zweifel ist das Burj Al Arab ein Blickfang. Vom ersten Architektengespräch bis zur Fertigstellung hat es 5 Jahre gedauert. Der Kunde wollte, dass wir ein Gebäude entwerfen, das zum Wahrzeichen für Dubai werden könnte, so wie die Oper für Sydney oder die Pyramiden für Ägypten. Das Geheimnis des Erfolgs war denkbar einfach. Wir haben einen Test angewendet. Wenn man das Gebäude in 5 Sekunden malen kann, sodass es die meisten Menschen erkennen, dann hat es diesen Wahrzeichenstatus. Die Architekten hatten recht und das Burj Al Arab ist mittlerweile sehr bekannt. Es erscheint sogar auf Nummernschildern. Die ersten Zeichnungen des Hotels zeigen, dass das ursprüngliche Design noch weitere Elemente beinhaltete. Man sollte mit einer Seilbahn oder durch einen Tunnel zur Insel gelangen. Diese Ideen mussten aber aufgrund der Windverhältnisse und des niedrigen Wasserspiegels verworfen werden. Zugang zum Hotel hat man nun über eine geschwungene Brücke. Zur endgültigen Höhe des Gebäudes gibt es eine kleine Anekdote. Der Architekt, der die Zeichnungen angefertigt hat, wollte nicht, dass das Hotel 320 Meter hoch werden sollte. Er zog die Ziffern 3, 2, 1 vor. Und so haben wir das Hotel letztendlich 321 Meter hoch gebaut. Bevor das Burj Al Arab in seiner ganzen Größe erstrahlen konnte, musste erst eine künstliche Insel für das Gebäude aufgeschüttet werden. Es im Meer zu errichten, unterstützt den Wahrzeichencharakter. Und da das Hotel wie ein Segel aussieht, war es ein logischer Schluss. Einen weiteren Grund für die Lage im Wasser erkennt man auf dieser Skizze. Wäre das Hotel an Land gebaut worden, hätten die Urlauber in seinem Schatten gelegen. Der Bau des Burj Al Arab begann 1994. Es war eine Herausforderung für alle Beteiligten, da es das einzige Hotel der Welt werden sollte, das auf einer künstlichen Insel steht. 250 Stützpfeiler aus Stahl wurden 45 Meter tief in den Meeresboden versenkt und danach Felsblöcke aufgeschüttet. 50 Taucher haben die Steine an die richtige Stelle gerückt. Die Unterwasserarbeiten haben über ein Jahr in Anspruch genommen. Eine ganz besondere Hülle aus Beton schützt das Fundament. Das Geheimnis, wie die Insel des Burj Al Arab gesichert wird, liegt zum einen in diesem besonderen Schild. Wenn Wellen an Land schlagen, überspülen sie die Insel nicht, sondern sie werden wie von einem Schwamm aufgesogen. Just like a sponge.
Rund um die Insel wurden diese Betonwaben verlegt. Das Wasser fließt zwar durch die einzelnen Elemente, aber die Wellen werden gebrochen. Das Fundament war gelegt. Jetzt nahm man das Gebäude in Angriff. Um das Hotel überhaupt bauen zu können, wurden drei riesige Kräne aus Australien herbeigeschafft. Zu Spitzenzeiten waren 4000 Arbeiter auf der Baustelle tätig. Wäre das Hotel von einem einzigen Menschen gebaut worden, hätte er rein rechnerisch 8000 Jahre dafür gebraucht. In 5 Jahren wurden 9200 Tonnen Stahl und 60.000 Kubikmeter Beton verbraucht. Eine besondere Herausforderung für die Statiker war das Al-Muntaha-Restaurant im 27. Stock. Der Name bedeutet so viel wie das Restaurant oben am Ende. Der Boden besteht aus Stahlträgern, die kreisförmig von der Mitte ausgehen, ähnlich wie bei einem Spinnennetz. Darauf wurde die Bodenplatte geschweißt, die dem Ganzen Stabilität verleiht. Das zweite und vielleicht größere Problem war, einen unbeeinträchtigten Panoramablick zu schaffen. Sie können sich vorstellen, dass durch den starken Wind ständig großer Druck auf die Scheiben ausgeübt wird. Durch diese gläsernen Elemente brauchten wir keine Träger einbauen, die den Ausblick beeinträchtigt hätten. Der Mittelpunkt des Innenraumdesigns ist das Atrium. 182 Meter hoch, nimmt es ein Drittel des Innenraumvolumens ein und könnte die Freiheitsstatue beherbergen. Eine Weltneuheit ist die riesige Stoffwand des Burj Al Arab. Sie hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern und ist bis zu 50 Meter breit. Wir haben uns für eine Stoffwand entschieden, da sie wie das Segel einer modernen Yacht aussieht. Es unterstreicht das Meeresthema des Hotels. Außerdem senkt sie die Innenraumtemperatur und macht ein angenehmes, weiches Licht. Das beidseitig Teflon beschichtete Fiberglas wurde in 12 Segmenten installiert. Es ist 3 mm dick und hängt vom 26. und 18. Stock aus an Kabeln. Dem Endergebnis sieht man nicht mehr an, dass die Stoffwand aus 2 Wänden besteht. Zwischen der Außenhaut und der Innenhaut sind 50 cm Platz. Die Luft im Zwischenraum dient als Wärmepuffer, damit sich die Eingangshalle nicht aufheizt. Die Eingangshalle hat die Architekten vor eine weitere Herausforderung gestellt. Nicht jeder, der ins Hotel kommt, ist schwindelfrei. So musste darauf geachtet werden, dass diese Gäste keine Höhenangst bekommen. Dies ist ein sehr großer Raum, über 180 Meter hoch. Deswegen haben wir beim Entwerfen der Balkone darauf geachtet, dass man niemals senkrecht, sondern immer schräg nach unten sieht. Man schaut immer auf eine Etage oder auf eine Farbe. Der Blick wird geleitet. Man hat nie senkrechte Ansichten. Seit das Burj Al Arab im Dezember 1999 eröffnet wurde, hat es schon viele berühmte Gäste beherbergt. Politiker wie Bill Clinton und Künstler wie den Sänger Lionel Richie. Bei Tag ist die weiße Fiberglaswand nur das Segel des Hotels. Aber nach Einbruch der Dunkelheit wird es zur Projektionsfläche. Licht, Feuer und Wasser bestimmen die Kulisse. In der Auffahrt des Hotels wird der Gast mit Feuersäulen und mit den 5 Meter hoch schießenden Fontänen eines Springbrunnens empfangen. Alle 3 Sekunden wechseln 142 Iridium-Scheinwerfer die Farbe. Ein Lichtspektakel, das noch kilometerweit entfernt zu sehen ist. Der Springbrunnen vor dem Eingang trägt den Namen Vulkan. An seinen Seiten fließt Wasser wie Lava herunter und aus dem brennenden Krater schießt es wie Stichflammen in die Höhe. Das Besondere an diesem Springbrunnen ist das Feuer, das im Krater brennt. Es geht nicht aus, da das Wasser mit Luft angereichert wird. So ist immer genug Sauerstoff vorhanden, um die Flammen zu nähren. Der Gast wird also sehr aufwendig willkommen geheißen. In den ersten Entwürfen des Hotels sollte die Auffahrt jedoch ganz anders aussehen. When we
Als wir die endgültigen Pläne für das Hotel machten, wurde uns klar, dass eine runde Auffahrt mit ein paar Palmen nicht ausreicht. Das war nicht dramatisch genug für die architektonische Aussage des Burj Al Arab. Auf der Suche nach einer innovativen Idee wandte man sich an Wet Design. Diese Firma hat auch die Springbrunnen für das Bellagio und das Mirage in Las Vegas entworfen. Für das Burj Al Arab wollte man sich jedoch etwas Besonderes einfallen lassen. Und so entstand der flammenumloderte Springbrunnen. Das Team von Wet Design arbeitet in Kalifornien. Dort hat man 12 Monate für die Entwicklung und 2 Monate für den Bau benötigt. Was die Leute am meisten beeindruckt, ist der Mix aus Feuer und Wasser. Sie können tatsächlich ihren Arm ins Feuer halten, ohne ihn zu verbrennen. Das empfehlen wir zwar den Gästen des Burj nicht, aber wir haben es ausprobiert. Wet Design hat alle Springbrunnen des Hotels entworfen. Die Kaskaden in der Eingangshalle können von den seitlich verlaufenden Rolltreppen aus betrachtet werden. Das Wasserspiel der Pyramide besticht durch perfektes Timing. Es gibt 42 bogenförmige laminare Wasserstrahlen in der Kaskade. Das sind laserartige Wasserstrahlen ohne Turbulenzen. Das Wasser fließt so präzise, dass es die Eigenschaften von Faseroptiken hat, wie die, die in der Telekommunikation verwendet werden. Das Licht, das wir am Beckenboden in den Wasserstrahl schicken, verleiht dem Ganzen mehr Farbe. Wenn man entlang des Wasserfalls in die Eingangshalle kommt, steht man gleich vor dem nächsten Springbrunnen, dem Hypershooter. Alle 30 Minuten wird ein Wasserstrahl 50 Meter in die Höhe geschossen. Aber auch wenn der Gast dicht am Rand steht, wird er trocken bleiben. Selbst das Team von Wet Design war sich anfangs nicht hundertprozentig sicher, ob das funktionieren würde. Wir haben fast aus Spaß gesagt, lasst uns einen Wasserstrahl 10 oder 12 Stockwerke hoch durch die Eingangshalle schießen. Man hat uns gesagt, ihr seid verrückt, da werden doch die Gäste nass. Doch wir erwiderten natürlich, nein, nein, wenn wir das machen, spritzt es nicht. Wir haben einen Hangar gemietet, der noch aus dem Zweiten Weltkrieg übrig geblieben ist, um in einem hohen, windstillen Raum zu arbeiten. Dort haben wir die Düse und die Ventilvorrichtung getestet, die den Wasserstrahl in die Höhe schießt. Nach 3 Tagen Arbeit waren alle Elemente aufeinander abgestimmt. Es ist eine wunderschöne Kombination aus präzisem Wasserausstoß und purer Wasserkraft. Das Thema Wasser zieht sich aber noch durch andere Bereiche des Hotels. So kann man im Assawan Bad fast bis zum Rand des Gebäudes schwimmen und aufs Meer hinausblicken, und die Rezeptionen sind wie Muscheln geformt. Aber das Glanzstück des Hotels ist das Al Mahara Restaurant, die Muschel. Und das deutet an, dass es hier um ein Unterwasserthema geht. Guten Abend, willkommen an Bord. Ich bin Jackie, Ihre Kapitänin. Ich bringe Sie zum 50 Meter tief gelegenen Al Mahara Restaurant. Bitte schnallen Sie sich an. Die See ist heute etwas rau. Eine kurze U-Boot-Fahrt bringt die Gäste von der Lobby zum Restaurant. Genau wie ein Flugsimulator täuscht dieser U-Boot-Simulator den Passagieren die Fahrt vor. Und wenn man im Restaurant angekommen ist, fühlt man sich wirklich wie weit unter der Wasseroberfläche. Die Illusion, sich tatsächlich am Meeresboden zu befinden, wird durch 3 riesige Aquarien verstärkt, die mit insgesamt 1000 Kubikmeter Wasser befüllt sind. Sie beherbergen Korallen und über 40 Fischarten. Ein Team von Meeresbiologen kümmert sich intensiv um die 5000 Fische und ihr Zuhause. Der Publikumsliebling unter den Aquariumsbewohnern ist Wally, ein Napoleonfisch. Er wurde am australischen Great Barrier Reef für das Hotel gefangen.
Er war mit am schwierigsten hierher zu bringen. Das lag an seiner Größe und seinem Gewicht. Außerdem leben Napoleonfische meist in großer Tiefe. Und als er gefangen wurde, musste man langsam mit ihm auftauchen, um den Druck auszugleichen. Er kam auch nicht einfach in eine Tüte mit Wasser, sondern er hatte sein eigenes Lebenserhaltungssystem. Wallys Reise hat 30 Stunden gedauert. Er kam mit einer VIP-Eskorte am Flughafen an. Im Aquarium leben auch ein Schwarzspitzenhai und ein Armenhai. Neben den imposanten Fischen fällt dem Besucher vor allem die große Anzahl an bunt schillernden Korallen auf. Das Geheimnis der Korallen besteht darin, dass es gar keine Korallen sind, sondern Nachbildungen. Wir haben so viele von ihnen, damit es für die kleinen Fische Zufluchtsstätten gibt. Wenn sie nicht mehr mit großen Fischen zusammenschwimmen wollen, können sie in einer Spalte oder in einem Riss verschwinden. Bevor das Restaurant am Abend geöffnet wird, bekommen erst einmal die Fische etwas zu essen. Das exquisite Futter wird in der aquariumseigenen Küche zubereitet. Der Einkaufszettel ähnelt dem für die Gäste. Die Auswahl ist groß. Die Fische fressen verschiedene Gemüse und Meerestiere, wie zum Beispiel Garnelen, Muscheln, Tintenfische oder Makrelen. Und Wally bekommt ab und zu sogar einen Hummerschwanz. Er ist ein besonderer Fisch. Deswegen kümmern wir uns auch besonders gut um ihn. Die Biologen kümmern sich aber nicht nur über Wasser um ihre Schützlinge. Jeder von uns taucht. Wir machen die Korallen sauber und achten darauf, dass alle Fische gefüttert werden. Zum Beispiel lebt die Muräne in einer Höhle am Boden. Wir tauchen extra zu ihr, um sicher zu sein, dass sie jede Woche etwas zu fressen kriegt. Nachdem die Scheiben gereinigt wurden, dürfen die Gäste ins Al-Mahara. Es versteht sich von selbst, dass im Burj Al Arab nicht irgendein Essen serviert wird, sondern dass man auch hier kulinarisch nach dem Außergewöhnlichen strebt. Küchenchef John Woods hat für seine 7-Sterne-Küche ein einfaches Rezept. Wenn ein Gast etwas möchte, suchen wir es für ihn. Nicht nur in Dubai, sondern in der ganzen Welt. Wenn jemand japanische Erdbeeren möchte, besorgen wir sie aus Japan. Aus der ganzen Welt kommt täglich frische Ware an. Im Augenblick kaufen wir kalifornische Grapefruits. Das sind die besten und süßesten. Der Lachs kommt aus Schottland und die Wildpilze aus Frankreich sind gerade hervorragend. Die Gäste des Burj Al Arab erwarten viel für ihr Geld. Und die Köche tun ihr Bestes, um sie nicht zu enttäuschen. Wir verbrauchen sehr viel Blattgold und es ist immerhin echtes Gold. Wir verzieren damit viele Schokoladengerichte, aber auch Suppen. Auf die Trüffelsuppe legen wir ein Stück. Es passt zum Burj Al Arab. Es ist eine Luxuszutat. Jährlich werden über 1000 Bögen Blattgold verspeist. Aber nicht nur das Gold, sondern auch die Gesamtpräsentation des Essens nimmt die Gäste für sich ein. Eisskulpturen zu meißeln gehört ebenfalls zum Repertoire der Köche. Hier wird eine 1,20 Meter hohe Nachbildung des Hotelgebäudes geschaffen. Und die Konditoren stellen kleine, aber nichtsdestotrotz bestechende Meisterwerke aus Zucker her. Dubai ist ein islamisches Land. Alkohol darf nur in Bars ausgeschenkt werden, die an ein Hotel angeschlossen sind. Im Vorratskeller des Burj Al Arab lagern allein 250 verschiedene Sorten Wein. Der Kellermeister hat jeden einzelnen Tropfen, vom Aperitif bis zum Cognac, selbst ausgesucht. Wir beginnen mit dem Raymond Ragnot von 1906. Er ist etwas dunkler. Ein weicheres Bouquet. Unter den Raritäten des Hauses befindet sich ein ganz besonderer Cognac. Ein seltener Cognac ist dieser Massouge von 1804. Er ist sehr selten. Es gibt nur noch 6 Flaschen davon. Es ist auch unser teuerster. Er kostet $500 pro Glas. Ein paar Gläser davon und der Raum dreht sich beim Anblick der Rechnung.
Hinter dem Burj Al Arab ist der Bab Al Yam, der Swimmingpool. Der Name bedeutet Tor zur See. Hier können sich die Gäste im stets angenehm temperierten Wasser erfrischen. Aber das Jumeirah Beach Resort hat auch für abenteuerlustige Wasserratten etwas im Angebot. Den Wild Wadi Wasserpark. Er gehört zu den modernsten der Welt. 24 Attraktionen warten auf den Besucher. Darunter Wasserrutschbahnen, das Wellenbad und der sogenannte Flowrider. Das Wetter ist toll. Hier ist es wärmer als in Kanada. Das Wasser ist warm. Es ist fantastisch. Es ist schnell und aufregend. Der beste Wasserpark. I love it. Der Wild Wadi Wasserpark verrät schon im Namen sein Thema Wadis. Ein Wadi ist ein ausgetrocknetes Flussbett. In den Wüsten der arabischen Halbinsel findet man viele davon. Sie haben bei den Entwürfen für den Vergnügungspark Pate gestanden. Auf das Design hat die Landschaft der Golfregion Einfluss gehabt. Wir haben uns echte Wadis angesehen und im Wild Wadi Park werden Sie viele Nachbildungen finden, die die natürlich gewachsene Landschaft zum Vorbild haben. Damit der Park echt wird, wurde afrikanisches Teakholz in Treibholz verwandelt. Indische Fischer haben aus kilometerlangen Seilen diese Netze geflochten und man hat sogar Abgüsse von Steinen genommen, damit die Nachbildungen so naturgetreu wie möglich sind. Im Wild Wadi Park planschen die Besucher in Süßwasser. Doch das ist mitten in der Wüste Mangelware. Um das kühle Nass zu gewinnen, wurde eine Entsalzungsanlage gebaut, die Meerwasser aus dem Persischen Golf in Trinkwasser verwandelt. Durch den Wasserpark fließt in etwa der Inhalt von 120.000 Badewannen. Ein Teil davon, 10-15%, verlieren wir durch Verdunstung, aber der Rest wird recycelt. Aufbereitet und immer wieder verwendet. Der Wild Wadi Park wurde im Spätsommer 1999 eröffnet und zieht mittlerweile jährlich um die 500.000 Besucher an. Die Nummer 1 sind die sogenannten Master Blaster. Acht Eichen Wasser. Sie ist über 3 Kilometer lang und an einigen Stellen nichts für schwache Nerven. Der Master Blaster ist eine Art Achterbahn. Durch eine Reihe von Wasserdüsen werden die Leute bergauf transportiert. Wenn Sie zum Beispiel den Daumen an das Ende eines Gartenschlauchs halten, wird das Wasser schneller. Genauso funktioniert das beim Master Blaster. Wenn die Leute über die Düsen fahren, werden sie nach oben gedrückt. Es gibt 8 Master Blaster, die miteinander verbunden sind. Unsere Gäste amüsieren sich sehr, denn sie müssen nie aus dem Wasser raus. Über der Anlage thront die Jumeirah Skerra, die schnellste Wasserrutschbahn außerhalb der USA. Das hier ist die 32 Meter hohe Jumeirah Skerra. Sie ist 120 Meter lang und man erreicht Geschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern. Auf dem letzten Teilstück fühlt man sich wie schwerelos. Diese Rutschpartie ist nur etwas für Mutige. Und während man die 67 Stufen nach oben klettert, hat man genügend Zeit, darüber nachzudenken, worauf man sich eingelassen hat. Ich war noch nie hier oben und bin etwas nervös. Beim Runtersehen zieht sich mein Magen zusammen. Aber wer nicht als Angsthase gelten will, hat nur eine Wahl. Die gute Nachricht für solche, die sich wirklich überwinden müssen, nach 8 Sekunden ist schon wieder alles vorbei. Was denkt man sich wohl auf dem Weg nach unten? Ich habe nur gehofft, dass ich es überlebe. Runter war es schon ganz schön haarig, aber es war viel schneller vorbei, als ich dachte. Really,
Auch Surfer kommen im Wild Wadi Park auf ihre Kosten. Der sogenannte Flowrider erzeugt eine Brandung. Seine Welle ist so gut, dass sie sogar jugendlicher Kritik standhält. Ich würde sagen, die hier hat mehr Kraft. Beim normalen Surfen hat man Wellen, die sich langsam bilden. Die hier hat eine ganz andere Wucht und ist viel schwieriger als die Wellen draußen. Hinter der künstlichen Brandung steckt ausgefeilte Technik. Eine 7 cm dicke Wasserschicht, 1500 Liter pro Sekunde, strömt über diese Oberfläche. Hier steckt viel Kraft dahinter. Aber Tag für Tag entsteht so eine fast perfekte Welle. Bei Surfern kann man beobachten, wie sie gern unter der Welle surfen. Hier können die Leute auch in die Welle rein und raus surfen und sich testen. Außerdem können sie ihre Fähigkeiten verbessern. Bei den anderen Attraktionen macht man im Grunde genommen immer das Gleiche. Aber hier kommen die Leute tagtäglich her und probieren immer wieder neue Sachen aus. Eine weitere Überraschung ist das Gewitter. Stündlich rollt Donner durch die sonnendurchflutete Anlage und eine Springflut, der Wadi Wash, überspült den gesamten Vergnügungspark. Das Geheimnis zu dieser punktgenau gesteuerten Erfrischung liegt hinter dieser Tür. Diesen Teil sehen wohl nur die wenigsten Besucher. Unser Kontrollzentrum. Wir starten jetzt den Wadi Wash. Er ist voll computergesteuert. Aber ich muss jetzt den Felsen mit diesem Joystick bewegen. Etwa 90.000 Liter Wasser kommen aus dem Wadi Wash. Und so entsteht dieser eindrucksvolle Wasserfall. Sprinkler sorgen für den Regen und der Donner kommt vom Band. Der Wild Wadi Park ist eine Oase. Eine Oase, in der man surfen kann. Aber wer dabei nicht nass werden will, kann sich auch in der Wüste erproben. Für viele Touristen, die nach Dubai kommen, sorgt Sandsurfen, auch Sandboarding genannt, für den nötigen Adrenalinkick. In den USA sind die beliebtesten Sportarten Basketball und Football. In Dubai ist es jeder Sport, der irgendwie mit Sand zu tun hat. Mit bis zu 30 Stundenkilometern jagt man die Dünen hinunter und muss aufpassen, dass man sich keine Prellungen zuzieht. Wenn ich nach Dubai komme, muss ich es machen, aber ich falle immer hin. Wer Bekanntschaft mit dem Wüstensand macht, darf sich allerdings nicht sehr lange ausruhen. Er ist so heiß, man kann nicht mal barfuß laufen. Wenn man hinfällt, spürt man die Hitze. Man könnte sich verbrennen. Aber mit der richtigen Abfahrttechnik ist der heiße Sand kein Problem. Wenn einer Höhenangst hat, schafft er es nicht. Man muss sich einfach konzentrieren und sich nicht vorlehnen. Sonst zieht einen das eigene Körpergewicht nach vorn. Die Sandboarder sind aber nicht allein in der Wüste. In Dubai wird auch Dune-Bashing angeboten. Touristen sitzen in einem Geländewagen und ein Fahrer prescht über die Dünen. Das ist wie Achterbahnfahren. Man weiß nicht, was einen erwartet. Es macht Riesenspaß, die Dünen hoch und runter zu jagen. Am besten vertraut man dem Fahrer. Man hat auch gar keine andere Wahl. Man ist mit ihm allein in der Wüste. Die Tourismusbranche in Dubai wächst. Es gibt mittlerweile zahlreiche Veranstalter, die Sandboarding und Dune-Bashing in ihrem Programm haben. Mit maximal 50 Stundenkilometern klettern die Konvois über die bis zu 200 Meter hohen Dünen. Um nicht stecken zu bleiben, wurde aus den Reifen der allradgetriebenen Fahrzeuge Luft abgelassen und man fährt stets in niedrigen Gängen.
Man muss die Wüste kennen und sie lesen können. Es ist wichtig, immer mit den Dünen und dem Wind zu fahren, sonst wird es schwierig. Kritische Situationen gibt es nach Sandstürmen. Die Dünen sind dann unregelmäßig, ganz anders als vorher. Wenn man nicht weiß, was man tut, bleibt man stecken. Jeden Tag kann die Wüste anders aussehen und die Fahrer sind ständig mit neuen Bedingungen konfrontiert. Der Al-Kochr teilt Dubai City in zwei Teile. Zwischen modernen Bürogebäuden ragen die Emirates Towers in den Himmel. Sie sind die höchsten Gebäude des Nahen Ostens. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Dubai ist der Goldzug. Dieser größte Goldmarkt der Welt hat der Stadt den Spitznamen City of Gold eingebracht. In über 300 Juweliergeschäften wird Schmuck angeboten. Die Goldpreise auf diesem Markt gehören zu den niedrigsten der Welt. Bis abends um 10 kann man hier um sein Lieblingsstück feilschen. Gleich neben dem Goldzug liegt der Gewürzmarkt. Hier werden Nelken, Zimt und Weihrauch noch aus Säcken herausverkauft. Wer sich dann in den Stadtteil Bastakia begibt, findet traditionelle Häuser mit Windtürmen. Dieser Turm kühlt durch ein raffiniertes Leitungssystem die Innenräume des Hauses. Alte arabische Türme haben jedoch Konkurrenz bekommen. Obwohl das Burj Al Arab schon vor Jahren fertiggestellt wurde, strahlt es wie am ersten Tag. Das ist selbstverständlich kein Zufall. Mit am schwierigsten war es, sicherzustellen, dass man das ungewöhnlich geformte Gebäude reinigen kann. Um an jede Stelle der Fassade zu gelangen, haben wir verschiedene Geräte entworfen. Da das Burj Al Arab durch seine exponierte Lage im Meer den Witterungseinflüssen besonders stark ausgesetzt ist, muss es ständig gereinigt werden. Mit Hilfe mehrerer Fassadenaufzüge werden die Fenster geputzt. Und an den unzugänglichen Stellen kommt das Abseilteam zum Einsatz. Durch ihre weiße Arbeitskleidung sind sie vom Boden aus fast nicht zu erkennen. Da sie wegen der Hitze immer in den frühen Morgenstunden arbeiten, wird sie aber sowieso kaum ein Gast zu Gesicht bekommen. Es dauert insgesamt 2 Monate, um die Fassade des 321 Meter hohen Gebäudes von oben bis unten zu reinigen. Für uns arbeiten 6 Leute drinnen und 4 draußen, das ganze Jahr über. Wenn sie unten angekommen sind, fangen sie oben wieder an. Dieser Arbeitsplatz ist wahrscheinlich einer der aussichtsreichsten der Welt. Sich vom höchsten Hotel der Welt abzuseilen, muss man schon mögen. Viele unserer Mitarbeiter kommen aus Nepal. Sie sind in den Bergen geboren und kennen keine Höhenangst. Wenn man unter dem Überhang des Al-Muntaha-Restaurants im 27. Stock arbeitet, wäre Höhenangst auch ein ziemliches Handicap. Das Abseilteam muss die ganze Arbeit aber nicht allein verrichten. Sie haben einen gefiederten Helfer, den Falken Moko. Die Falkenjagd ist heutzutage nur noch ein Sport. Früher haben sich Beduinen diese Vögel gehalten, um ihren Speiseplan mit Fleisch anreichern zu können. Moko hat aber eine andere Aufgabe. Jeden zweiten Tag besucht David Steed mit seinen Falken das Hotel. Er schickt Moko und die anderen Vögel auf Kontrollflüge um das Gebäude. Dabei sollen sie das Burj Al Arab vor Tauben und deren Ausscheidungen bewahren. Die Tatsache, dass ein Falke in der Luft ist, macht den Tauben Angst und sie verschwinden. Während die Kollegen warten, macht sich Moko auf den Weg. Sie schüttelt sich erstmal und rüttelt die Federn durch. Ich gebe ihr ein Appetithäppchen, damit sie wach wird. Der Falke weiß, was er zu tun hat und macht sich in der Morgensonne an die Arbeit. Er wird jeden Winkel des Gebäudes nach Beute absuchen. Unten am Boden bleibt dem Falkner nichts anderes übrig, als auf die Rückkehr seines Schützlings zu warten und zu hoffen, dass er auch wiederkommt. Dass sie für ihr Futter arbeiten sollen, schätzen sie gar nicht. Sie bleiben nur bei uns, weil wir ihnen das Leben leicht machen. Aber manchmal fliegen sie einfach mit einem Aufwind davon. Für den Falkner ist das sehr peinlich.
Das Geheimnis eines erfolgreichen Falkners ist aber denkbar einfach. Aber da ich den Falken etwas zu fressen biete, kommen sie meist wieder zurück. Da der Falke keine Tauben gefunden hat, wird er mit einem Wachtelschenkel verwöhnt, damit er auch morgen David Steed nicht den Rücken kehrt. Das Burj Al Arab muss natürlich nicht nur von außen sauber gehalten werden. In der Tiefgarage kümmern sich 22 Chauffeure um die Rolls-Royce und in den Etagen darüber sorgen 230 Angestellte für das makellose Aussehen der Suiten. Bevor ein neuer Gast eintrifft, werden Blumen in die Zimmer gestellt und für Hochzeitsreisende Rosen aufs Bett gelegt. Im Wüstenklima Dubais gedeihen die wenigsten Blumen. Deswegen wird das Hotel täglich mit frischer Ware aus aller Welt beliefert. Die aufwendigen Arrangements sind das i-Tüpfelchen der Innendekoration. Für die Gestecke importieren wir Blumen aus der ganzen Welt. Diese Orchidee zum Beispiel kommt aus Thailand und die Protea aus Südafrika. Im Hotel findet man an die 500 Blumenarrangements. Jedes der großen Gestecke kostet um die 160 Dollar. Das Burj Al Arab beschäftigt 4 hoteleigene Floristen. Täglich wechseln sie die Sträuße aus, sodass der Gast in der Eingangshalle immer von frischen Blumen begrüßt wird. Das Hotel hat 202 Suiten und kann 664 Gäste beherbergen. Die anfallende Menge an Wäsche wird zur nahegelegenen Reinigung gebracht. Sie ist die größte des Nahen Ostens. Täglich werden hier 6000 Laken, 25.000 Handtücher und 2000 Hemden gewaschen und gebügelt. Rund 25 Tonnen Stoff. Dieses Soll wird jedoch durch die weitgehend automatisierte Anlage leicht bewältigt. Und die frischen Handtücher können zurück ins Hotel. Im 18. Stock des Burj Al Arab findet man das Asarwan-Bad. Es beinhaltet 2 Schwimmbecken, ein Fitnesscenter und ist rund um die Uhr geöffnet. Für die edle Innenausstattung hat man sich die jordanische Ruinenstadt Petra zum Vorbild genommen. Viel Wert wurde darauf gelegt, dass der Gast während der Entspannung die Aussicht genießen kann. In verschiedenen Behandlungsräumen kann man die zum Teil recht exotischen Angebote in Anspruch nehmen, zum Beispiel Aromasteintherapie. Es basiert auf der Heilwirkung der Steine. Sie stammen aus balinesischen Flussbetten. Das Wasser gibt die Energie frei, wenn wir mit dem Stein die Muskeln massieren. Die über 1000 Angestellten werden nichts unversucht lassen, um den Gästen den Aufenthalt im Hotel so angenehm wie möglich zu machen. Seit 1999 hat das Burj Al Arab schon über 150.000 Menschen beherbergt. Unter den Gästen waren nicht nur Könige und Politiker, sondern auch ganz normale Urlauber aus aller Welt. Wer einmal in einem üppig ausgestatteten, modernen Märchenpalast aus 1001 Nacht residieren möchte, kommt nach Dubai. Hier kann man sich im Burj Al Arab, dem luxuriösesten Hotel der Welt, auf einzigartig hohem Niveau verwöhnen lassen. Man sollte in seinem Leben 3 Dinge tun. Mit der Concorde fliegen, mit der Queen Elizabeth II fahren und im Burj Al Arab wohnen.